Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Project Zero 4. Ja, beim letzten Mal haben wir das fünfte Kapitel angefangen und sind wieder mit Misaki unterwegs, die wir uns jetzt nicht angucken können, aber wir haben mal das Outfit gewechselt. Der Aufzug wird wohl nicht mit ihr funktionieren, oder? Nee, okay. Aber das da können wir uns mal einsammeln, ja. Ein blauer Geiststein, stimmt, da können wir auch mal gucken, nicht da, sondern hier. Haben wir eigentlich bei ihr so ausgerüstet? Oh, können wir das einfach mal. Nee, schon wieder. Ich komme mit den Knöpfen hier irgendwie nicht zurecht manchmal. So. Kamera Novizin Misaki, okay. Ja, erhöhen einfach mal mit Misaki auch ein bisschen die Kraft, die unsere Bilder machen. Was war das gerade schon wieder für ein Herzschlaggeräusch? Verdammt. Die hätte ich wahrscheinlich fotografieren können. So, da ist der Projektor. Ja, abspielen bitte. Ey, das Outfit habe ich nicht an. Nein, das tust du nicht. Aber bei ihr tut die Kamera sich so langsam immer aufladen, ne? Ey, das war voll im Fatal Frame erwischt. Ja, komm her. Komm kuscheln. Aha. Du kannst mir gar nichts. An der Stelle, wo sich der Geist befand, liegt etwas. Ich frage mich, ob Misaki sie gefunden hat. Ihre beste Freundin, von der sie immer gesprochen hat, als sie klein war. 8 Seiten. Na geil. Eigentlich habe ich es immer schon gewusst, dass ich nur ein Spielzeug war, ein Ersatz für ihre beste Freundin. Seit mich Misaki Familie bei sich aufgenommen hat, war ich nur ein Ersatz für sie. Misaki hat sich davor gefürchtet, sich an sie zu erinnern, immer schon. Es war schwer für mich, dass sie mich immer links liegen gelassen hat. Also wenn Misaki ihre beste Freundin einfach vergessen hätte, ich hätte ihr bestimmt keine Tränen nachgeweint. Ich gehe zurück in mein Zimmer. Misaki, geh du auch zurück in dein Zimmer. Zurück zu ihr. Du kannst dich jetzt erinnern. Mach schon. Es ist okay. Es ist okay. Ach, sterb doch einfach beide. Wow. Hinweise? Wo soll ich nach Hinweisen suchen? Da liegt etwas. Das holen wir uns erstmal.
Ein roter Geiststein, okay. Da liegt auch noch etwas. Nein, die Geisterhände gibt's wieder. Wenn du versuchst, einen Gegenstand aufzuheben, scheint manchmal eine Geisterhand und greift nach deinem Arm. Sei vorsichtig, denn wenn dein Arm gegriffen wird, verschwindet der Gegenstand, verdammt. Du kannst der Geisterhand ausweichen, indem du Kreis loslässt und deine Hand zurückziehst, bevor sie dich packen kann. Ach, Menno. Tuna hinweisen zu jenem Mädchen. Ja, und wo? Na, wir gucken uns erstmal hier nochmal kurz um, ob hier noch irgendwo was liegt. Im fünften Kapitel kommen die erste Geister an. Na toll. Ganze Zeit gedacht, ja, jetzt haben wir Ruhe. Nix da. Ich weiß gerade nebenbei. Okay. Einsamer Mann im Gang. Na ja gut, so falsch kann es zumindest schon mal nicht sein, wenn hier was passiert. Wenn wir hier entlang gehen. Und da gehen wir einfach mal hier entlang. Wir könnten eventuell... Okay, hier geht es nicht entlang. Also war es hier doch falsch. Das finde ich meistens gar nicht so verkehrt, wenn man einem gewisse Wege versperrt, weil es heißt dann nur, ja, das ist einer der Wege weniger, die du nehmen musst. Oder nehmen kannst. Von daher ist es gar nicht so verkehrt. Dann gehen wir mal hier entlang wieder. Oder haben wir noch andere Wege? Ich drücke immer die falsche Taste. Ne, es gibt eh nur zwei Wege hier raus. Also passt das dann wohl schon? Nein. Okay, wir sollen also einen Aufzug nehmen. Ich hole mir nochmal ein paar Filmschirme. Wir haben genug Punkte, also wieso nicht? Okay. Beim zweiten Stock könnte was sein. Klar, aber ich gehe einfach mal zum dritten. Warum konnte ich von hier jetzt kein Bild machen? Aber mit Truka haben wir die ja schon bekämpft. Bin mal gespannt, ob wir die irgendwie nochmal alle treffen werden. Irgendwas aufgetaucht. Achso, daneben. Okay, eine Kassette. Wieder die falsche Taste.
ich glaube hier stimmen. お姉ちゃんと同じなの?言ってたよ。同じだって。霊媒だって。そうか。そうだね。大丈夫。何も心配することはないよ。一緒にいれば私みたいにならないって言ってた。ねえ。あれを試してみようか。 Okay. Was auch immer er damit meint. Misaki scheint also als Kind noch ein... Ach, da liegt noch was. Ein sehr fröhliches Kind gewesen zu sein. Hier durch. Tun wir. Wir sind wir da, wo wir mit Ruka aufgehört hatten. Genau in diesem Gang. Okay, hier geht's nicht. Ach, hier sind wir, oder? Warte mal. Ja, ach so. Das ist doch einfach nur der Raum. Ja, wo die ganzen Zimmer waren, ne? Das Zimmer soll mir wohl. Und das ist ein Rollstuhl. Okay, hier kommen wir nicht raus. Gut, der Rollstuhl. Mädchen laufen weg. Wird es einfach nur der sein? Der Fluch der Puppe wurde aufgehoben. Okay. Neben der Puppe liegt etwas. Diese rot gekleideten Puppen heißen Hosuki-Puppen und sind ein traditionelles Reiseandenken der Rogetsu-Inseln. Ihr Ursprung ist nicht vollständig geklärt, aber es heißt, sie waren anfangs Puppen, die von Eltern für die Totenmesse ihrer verstorbenen Kinder angefertigt wurden. Auf einigen der Inseln gelten die Puppen als Unglücksbringer, aber hier auf Rogetsu spricht man ihnen eine unheilverhütende Wirkung zu. Deswegen sind sie hier in allen möglichen Orten zu finden. Ja. Also ich tippe mal, der Rollstuhl, der gemeint ist, ist der einfach hier vorne, der den Gang blockiert, kann das sein? Die backt in den Boden hinein. Ja, okay, jetzt kommen wir da nämlich auch entlang. Das ist ja sehr schön. Die waren alle zu schwach, diesen Rollstuhl wegzufahren. Es musste Geister kommen, dass der wegkommt.
Wenn wir die Frau in Schwarz jetzt nochmal gesehen haben mit Misaki jetzt auch. Heißt das, wir müssen nochmal gegen die kämpfen? Wäre ein bisschen, ja, blöd. Wenn man den gleichen Gegner mit mehreren Charakteren bekämpfen müsste. Dieses Zimmer hier scheint sehr versteckt zu sein. Ein 61er Film, sehr gut. Ich hoffe, die können wir später auch noch kaufen. Punkte. Oh Gott. Bäh. Dieser Ort ist creepy. Und hinter diesem Vorhang ist auch noch irgendwas. Oder? Ja. Ja gut. Ist das ein Sarg? Ich bin schon seit meiner Geburt tot. Aber du warst anders. Dasselbe Blut fließt durch unsere Adern, aber du bist lebendig. Daher musstest du auch lebend und durch doch tot werden. Wenn auch du leben kannst, während du schon tot bist, können wir beide zu unserem kleinen Zimmer zurückkehren. Wenn du leben kannst, während du schon tot bist, werden die beiden Muscheln sich perfekt verschließen. Wenn du leben kannst, während du schon tot bist, werden die Blumen für immer blühen. Du bist ich, endlich bist du ich geworden. Hier werde ich ewig blühen. Okay. Dieser Sarg ist leer. Hier ist noch ein Sarg. 55 ist da jemand geworden. Warum so viele? Ja, pass auf, dass es nicht dein Sarg wird. Liebe Misaki. Herbstlaub, das Muster des abnehmenden Mondes, der Schlüssel für mein Zimmer. Ja, da wo wir eben rein wollten. Es war so klar. Ach sie. Bewegungslose Frau in Schwarz. Ist das ihr Grab? Es öffnet sich auf jeden Fall. Ach nö. Wow. Bring mich doch nicht so schnell an hier einfach. Okay, ist eine andere Frau in Schwarz, also ist die, die im Rollstuhl saß, ne? Ursprünglich. Ja, war wieder zu früh.
dachte, wenn ich deine Gefühle akzeptiere, würde alles enden. Es ist mir egal, ob du mich damals absichtlich geschubst hast. Es ist mir egal, dass ich nicht mehr laufen kann. Ich vergebe dir alles. Ich sollte gar nicht hier sein. Wegen mir bist du in die Dunkelheit eingetaucht. Weil ich dich hineingelassen habe, kannst du nicht aus der Dunkelheit herauskommen. Ich verstehe jetzt, egal wo ich mich verstecke, du wirst mich immer weiter suchen, egal wohin ich fliehe, du wirst niemals aufgeben. Daher bleibt mir keine andere Wahl. Ich bete, dass Licht in dein Herz trete. Kann ich jetzt hier raus? Ja, okay. Das heißt, diese Frau da sitzt im Rollstuhl, weil sie irgendwie geschubst wurde und dabei dann eben, ja, ihre Fähigkeit zum Laufen verloren hat oder was. Also ist sie gelähmt oder so danach. War es eventuell dann die andere Frau, die sie da als begleitet hat? Was sie daran schuld? So, ich mache es heute mal ein bisschen länger. Wollen Progress erreichen? Von daher passt das schon. Eventuell ist aber ist das Kapitel ja gleich schon vorbei. I don't know. Was ist der Raum? Ja. Auf dem Deckel der Schatulle ist ein Karpfenmotiv, die entscheidende Holzplatte fehlt. Asobu Misaki, weiblich 7 Jahre, Zimmer 310, abnehmender Mond, eventuell geknospt, starker Gedächtnisverlust, wiederholt unklare Wahrnehmung ihr selbst und Furcht vor Spiegeln. Die Symptome charakteristisch für fortgeschrittenes Mondlich-Syndrom sind deutlich und lassen keine andere Diagnose zu. Sehr fortgeschrittenes Stadium. Wie auch im Fall der Patientin aus Zimmer 412 Eismond erkennbar, begünstigt spirituelles Potenzial der Patientin das Fortschreiten von MLS. Vollständige Heilung von Patientinnen, bei denen das Syndrom vor dem 12. Lebensjahr ausgebrochen ist, gestaltet sich schwierig, auch in vermeintlich geheilten Fällen ist die Gefahr eines Rückfalls durch äußere Umstände oder psychische Schocks äußerst hoch. Bitte beobachten und dokumentieren Sie die Symptome sorgfältig und ausführlich. Anmerkungen, Erprobung einer experimentellen Behandlungsmethode vorgesehen, wie mit der vielleicht auch die Patientin aus Zimmer 412 geheilt werden kann. Anhang, was ihre Weigerung betrifft, sich von ihrer besten Freundin zu trennen, da diese ihren Zustand zu stabilisieren scheint, versuchen Sie nicht, die beiden zu trennen. Na toll. Thank you.
Ich hasse es, gegen zwei Gegner zu kämpfen. Ich will eigentlich immer nur auf einen konzentrieren. Mann, ich hab den noch voll erwischt. Ja, da konnte ich jetzt wieder... Mann! Zwei Gegner... Also mehr als ein Gegner auf einmal ist immer scheiße. Mal im Ernst. Ich muss mal mir kurz eine Kräutermedizin einverleiben. Na toll. Knospit oder so, ne? Jawohl, ein Fatal Frame. Amin, das war schön. Das, okay, es hat gereicht. Meine Güte. Gott, die Steuerung ist manchmal echt beknackt. Muss ich mal so sagen. Bitte kein Text, bitte kein Text, bitte kein Text. Hey, die Platte. Bitte kein Text, bitte kein Text, bitte kein Text. Ein Objektiv, okay. Bitte kein Text. Nein! Wegen der besonderen Beep der meisten Erfindungen, die auf meinen Prinzipien beruhen, ist beim Umgang mit ihnen Beep Vorsicht geboten. Achso, da fehlt aber nur was. Ich fasse hier die Beep-Verwendungsdecke zusammen und schreibe nieder, wie man Beep. Die Geistertaschenlampe Beep, eine Lampe, die gebaut wurde, um mit Mondlicht die Erinnerung von Mondlicht-Syndrom-Patienten wiederherzustellen. Sie sammelt Mondlicht, das verloren Erinnerungen erweckt. Damit sollte sich die Krankheit behandeln und Erblühen effektiv verhindern lassen. Das Geisterradio verwendet ein Beep-Erz, eine besondere Frequenz und macht Beep, die remanente Gedanken genannt werden, in anderen Worten die Wünsche der Toten hörbar. Jedoch können besonders starke Gedanken, in anderen Worten Beep, Stimmen von Groll und Verbitterung, den Leib und die Seelen desjenigen, der sie hört. Verschlingen, Vorsicht geboten, die Kammer Obscura ist ein Gerät, das die unsichtbaren Seelen Beep. Die sie verwenden, spirituelle Institutionen, geblagt, der Rest ist ja, dankeschön. Okay. Auf dem Deckel der Schatulle ist ein Karpfenmotiv. Wenn es korrekt angeordnet ist, sollte sie sich öffnen. Ernsthaft?
Okay, das war jetzt nicht so schwer. Nee, bin das auf diesem Foto etwa ich? Okay, und das war's sogar mit dem Kapitel. Ja, wunderbar. Ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, war's das auch mit Project Zero für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann mit Phase 6 beginnen werden. Ja, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.